Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Rise of the Ronin. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir wollten hier reingehen. Deine, werter Krieger, ich würde dich gern etwas fragen, wenn du mir Gehör schenkst. Klar. Oh, ihr hört meine Bitte an. Ich danke euch. Uns wurde eine wertvolle Holzstatue gestohlen, die hier im Schrein verehrt wird. Ich habe eine Vermutung, wer der Dieb ist. Er sollte nicht weit sein. Doch seht mich an. Ich bin leider nur ein schwacher Priester. Wärt ihr so gut, die Holzstatue für mich wieder zu beschaffen? Ein Diener Gottes kann nicht einfach nur schwer sein. Was ist das für eine Statue? Es ist eine Statue von Sugawara no Michizane, auch bekannt als Tenjin, Gott der Gelehrsamkeit. Von den unterschiedlichsten Wissenschaften bis hin zur Kampfkunst herrscht er über jegliches Wissen dieser Welt. Viele Samurai kommen zum Schrein, um seinen Segen zu bekommen. Und manche von ihnen sind sogar ziemlich hoch angesehen. Es ist wirklich eine gute Sache. Ich mache es. Ach, ich stehe tief in eurer Schuld. Jetzt aber zu diesem Dieb. Ich vermute, er ist ein Übeltäter, der erst seit kurzem in der Gegend ist. Nachts ist er immer betrunken und rauflustig und stellt ein ziemlich leichtes Ziel dar. Doch tagsüber lauert er seinen unglücklichen Opfern auf. Seid bloß auf der Hut. Okay. Aber ich war doch irgendwo ein Schrein. Einmal nochmal beten, nochmal einen Segen holen. Dafür, dass wir ihn gleich abmurksen werden. Nachts ist er betrunken. Gehört allein mir. Muss ich mal kurz ausruhen? Das sieht aber nicht aus wie eine Statue. Danke. Ich muss nun weiterziehen, also entschuldigt mich. Halt, warum hast du die Statue gestohlen? Der Priester schickt mich, bleib hier. Ihr wollt die Statue also auch? In dem Fall sollte ich mich erklären. Mein Dorf ist arm. So arm, dass uns keiner überfällt. Und eine Krankheit ist ausgebrochen. Wir suchten Hilfe in der Nähe. Doch niemand rührte einen Finger für uns. Geht das so weiter, stirbt mein Dorf aus.
Bringe ich dieses heilige Abbild von Tenjin mit, spendet das den Menschen, die im Sterben liegen, unendlichen Trost. Ich bitte euch, lasst mich gehen. Boah. Der Priester hilft dir. Du musst glauben. Na gut, ich lasse dich gehen. Tut mir leid, du kannst nicht gehen. Der Priester hilft dir. Du musst glauben. Glauben? Nach allem, was passiert ist, erwartet ihr, dass ich glaube? Habt ihr denn gar kein Mitleid mit den Kranken? Ich gebe auf. Was immer ich versuche, mein Dorf ist doch längst verloren. Bitte gebt dem Priester die Statue und sagt ihm, dass es mir leid tut. Okay, vielleicht hat's ja ein Happy End. Und der Priester geht da irgendwie hin oder so zu dem Dorf und bringt denen vielleicht noch was oder hilft denen oder weiß ich nicht. Das wäre in jedem Fall schön. Ein Banner war hier nicht, ne? Wenn diese blöde Rückreise nicht immer wäre. Wobei, ist gar nicht so weit. Da ist es ja schon. Was steht da am Eingang? Ach, gar nichts. Das ist der Schrein. Ich dachte, da steht schon wieder ein anderer Samurai, der irgendwas will. Überall sind hier Tote, Mensch. Das sind ja Kopflose hier. Wo sind wir denn hier? Okamura Tenmangu Schrein. Danke. Ich bin froh, dass die Statue von Tenjin-sama wiedergefunden wurde. Dafür war es also gedacht. Verstehe. Sehr schön. Ich werde seine Exzellenz bitten, Hilfe in das Dorf zu schicken. Oh, Tenjin-samas Wege sind unergründlich. Na, siehst du, das klingt doch nach einem Happy End. Zepter erhalten. Hopp. So, hier haben wir jetzt so ein Örtchen. Ist ja nicht allzu weit. Das braucht er, glaube ich, nicht mehr. Da gibt es einen super Aussichtspunkt. Irgendwas schreit hier um Hilfe. Irgendwas knurrt. Oder schläft. Oh.
Schieß nicht, kämpf doch richtig. So. Tierisches Fett. Nakamura. Auf der Flucht. Warum ist denn so eine Bestie flüchtig? Was hat die denn getan? Dass die abhaut. So, da gibt's nur noch eine Katze. Dann haben wir hier ein Foto. Oh, ich wollte eigentlich gar nicht alle Nebenmissionen machen. Aber ich kann irgendwie auch nicht widerstehen. Da. Nochmal eine kleine Flugeinlage hier durch den Baum. Und ich gehe mal davon aus, dass wir das fotografieren sollen. Nee. Die 6 Laternen. Die hier. Ja, nicht schön, aber mir egal. Muss er sicher aufhängen, nicht ich. So, da haben wir noch eins. Schnellreise. Hier lachen die Menschen wieder. Hier sind sie wieder glücklich. Entschuldigung, ich wollte keinen Streit anzetteln. Verkümmerter alter Baum. Und ich dachte, es geht um den Schrein. So, dann haben wir den auch. Da gibt es keine Motive, da auch nicht. Da ist noch ein verborgenes Banner. Aber okay, die Fotos sind jetzt auch nicht unbedingt relevant. Aber jetzt auch nicht besonders, ja, schwer oder, ne, ich weiß nicht, wie viele Bilder wir hier machen müssen. Wir können ja hier nochmal schnell rüber, machen wir da nochmal ein Foto. Und dann haben wir, glaube ich, in der anderen Stadt noch eins, wo wir jetzt machen könnten.
Soll ich noch den Turm fotografieren? Oder wie? Hä? Yamate zu Yamashita. Ich habe keine Ahnung wie. Ich wollte zu klein. Ich wollte zu klein. Und ich sage eben noch, dass es ja eigentlich relativ leicht ist. Mach mal Schnellreise und dann bau wieder oben. So, wenn wir den jetzt markieren, dann liegt er 2 Meter in diese Richtung. Wir sollen die Aussicht fotografieren, okay. Hätte es eigentlich auch klar sein müssen, ne? So eine Aussicht ist natürlich so viel geiler als so ein oller Turm. Jetzt ist hier auch noch eins. Heiliger Berg, was? Heiliger Berg Fuji. Aber wir haben keine richtigen... Hier vielleicht... Wir reisen mal dahin. Wir reisen geschwind wie der Wind, um ein Foto machen zu machen, denn ohne sind wir blind. Wahrscheinlich wieder ein Foto von dem Turm. Also vom Turm nach unten, die Aussicht. Meine ich. Hey, warte mal. Ich laufe ja voll in die falsche Richtung. Bin ich blöd? Bei dem Turm waren wir doch eben. Ich denke mir gerade so, hä? Boah, 595 Meter. Zudem. Der ist hier oben, aber wie kommen wir da hin? Nicht erschrecken. Ich versuche jetzt von hier dahin zu kommen irgendwie. Da können wir hoch. Hä?
Ach, hier waren wir mit Gonzo, ne? Toll, hätten wir uns alle sparen können, wenn wir das vorher gemacht hätten. Und was genau soll ich fotografieren? Den Himmel oder? Da. Prima. Dann haben wir den auch. Hier hatten wir auch irgendwo noch ein Foto. Da oben. Da ist noch eins. Einmal wieder Schnellreise, bitte. Ich glaube, wir waren schneller als das Spiel, oder? Wir hätten einfach zu ihnen gehen sollen. Da hinten hin zu diesem Typi. Wir sind aber, haben das Spiel gesuchtet und sind deshalb jetzt, glaube ich, weiter als das Spiel es wollte. Gedacht ist wahrscheinlich gewesen, dass wir direkt dorthin latschen und dann dort ihn zurückholen, die Kamera bekommen und dann so weiterspielen. Aber wir haben erst einmal weitergespielt und dann... War klar, dass es um das Foto, um das Schiffchen geht. So, was ist das? Technologieentwicklung. Hier haben wir noch ein Foto. Schnellreise. Schnellreise. Ach so. Wie geht es dir? Oh, sieht aus, als hättest du eine Kamera. Ich vermute, die hat die Igashichi gegeben. Nein. Habe ich recht? Weißt du, mir wächst die Arbeit so langsam ganz schön über den Kopf. Alle wollen Fotos von sich haben. Vielleicht könntest du mir etwas aushelfen. Würdest du für mich ein paar Fotografien machen? Natürlich entlohne ich dich dafür. Gar keine Sorge. Hast du die Fotos, um die ich dich gebeten hatte? Ein interessanter Ort, Herausforderung beginnen. Offenbar hast du einen Auftrag erhalten, eine Fotografie an einem interessanten Ort aufzunehmen. Du kannst Gesuche des Besitzers des Fotoateliers annehmen. Nachdem du ein Gesuch erfüllt hast, erhältst du eine Belohnung im Fotoatelier. Hundefänger. Ein unheimlicher Ort. Verfügbar. So, wir nehmen alle an. Ich bin gespannt, was du mir bringen wirst. Gut. Dann haben wir jetzt eigentlich wieder neue Dinger gekriegt. Da. Verbrechensbeweis. Begib dich nachts zum Zielort. Kamera Obscura. Suche nach dem besagten Ort. Okay, immerhin bekommen wir jetzt die Sachen, bevor wir auf Reisen gehen. Gib Igashi die importierten Bilder. Dann gehen wir erstmal dahin. Oder was ist mit Igashi? Haben meine Erfindungen sie kein... Sag, bist du schon mal auf fremdländische Bücher gestoßen? Seit der Öffnung unseres Landes sind immer mehr Schriften aus der Ferne im Umlauf. Darunter auch welche über westliche Technologie und Waffen. Die würde ich zu gern finden, aber leider bin ich viel zu beschäftigt. Ich nicht? Ich hab's! Du könntest die Bücher doch für mich suchen. Na, was sagst du? Oh, ich Glückspilz. Bestimmt würde mir das Wissen beim Erfinden helfen. Halt die Augen offen, ja? Habe ich schon welche? Gib Igashi importierte Bücher, um Technologien zur Weiterentwicklung freizuschalten und so deine Bindung zu ihm zu stärken. Gib Geld aus, um neue Eigenschaften deiner Geräte, deines Beutels und anderen zu entwickeln. Je nachdem, wie viele Eigenschaften du entwickelst, können sich manche Technologien von selbst entwickeln. Oh,
Das ist eine beachtliche Sammlung. Gute Arbeit. Du hast ihnen alle importierten Bücher gegeben. Kameraentwicklung. Hier haben wir was. Feuerrohr entwickeln. Du hast Feuerrohr. Kann verwendet werden, um Gegnern einen mächtigen Flammenstrahl. Woran soll ich für dich arbeiten? Warum nicht? Detektor entwickeln. Ermöglicht es dir, einen Detektor zu entwickeln. Wenn du willst, dass ich das verbessere, werde ich mehr Lesestoff brauchen. Der Detektor gibt einen hohen Ton von sich. Was? Erklärung? Ah! Der ist ja cool. Dann kann ich Gegner mitsehen. Oh, warte mal! Hast du einen Moment? Ich stehe vor einem kleinen Problem. Darf ich dich nach deiner Meinung fragen? Na sicher. Das klingt lästig, das kommt auf die Belohnung an. Na gut, aber ich verspreche nichts. Also, neulich stürmten hier ein paar Beamte rein und haben von mir verlangt, dass ich irgendwelche Geräte für den Kampfeinsatz erfinde. Natürlich baue ich Kunden auch ab und an etwas auf Wunsch. Vorausgesetzt, ich vertraue ihnen. Und das war bei diesen Männern nicht der Fall. Also habe ich mich geweigert. Und dann haben sie mir gedroht, mich festzunehmen und hinzurichten, wenn ich ihnen keine meiner Erfindungen gebe. Da kam mir eine Idee für den perfekten Plan, um ihnen eins auszuwischen. Nur kann ich den leider nicht allein ausführen. Sag, kann ich auf dich zählen? Ja, was soll ich anderes sagen? Wirklich? Vielen Dank. Mir bleibt nicht viel Zeit. Lass uns gleich zu meinem Geheimlager gehen. Ich muss ein paar Werkzeuge holen. Komm. Na gut, dann los. Bleib stehen, Izuka. Halt, halt. Wo willst du hin? Oh, ich muss ein paar Materialien besorgen. Hältst du mich für blöd? Nee, ich euch beide. Ich helfe gerne nach, wenn dir der Ansporn fehlt. Na, dann zeig mal, was du kannst, Prinzessin. Sind die Teil des Plans? Darf ich sie erledigen? Natürlich. Die können dir kaum etwas anhaben. Aber bitte beeil dich. Du dachtest wohl, mit Verstärkung könntest du entwischen, was? Aber das klären wir gleich hier und jetzt! Dann kommt. Also wirklich, ich kann wohl nirgendwo mehr allein hingehen. Ich weiß deine Hilfe wirklich zu schätzen. Ach, wir müssen auch noch reiten. Toll. Wenn meinem Pferd was passiert, schneide ich dir den Kopf ab. Hier entlang! Mir nach! Wobei ich glaube, dass das meine Energie ist da unten, ne? Das Shogunat will offensichtlich seine Gegner in Schach halten. Aber ich möchte nicht in diesen blutigen Schlamassel mit reingezogen werden. Ja, verstehe ich. Meine Erfindungen sind in meinem geheimen Lager. Wobei das meiste wohl eher die Bezeichnung nutzloser Schrott verdient. Für dich ist es was Besonderes, für andere vielleicht Schrott. Wichtig ist, dass es für dich was Besonderes ist. Na komm schon! Nicht vollkommen nutzlos. Immerhin konnte ich damit diesen Beamten hinhalten. Auch wenn er langsam misstrauisch wird.
Wenn dieser Plan nicht aufgeht, dann muss ich mir eben einen neuen ausdenken. Aber mit deiner Hilfe wird das sicher gut gehen. Tja, ich weiß gar nicht, wie lange wir noch reiten müssen, Kollege. Wir haben ihn gesandwiched. Es ist nicht mehr weit. Ping-Pong mit ihm gespielt, meine ich. Was denn? Eine Bombe? Sieht aus wie ein Ghostbuster mit seinem fetten Ding auf dem Rücken. Komm schon, hier rüber! Ich stehe neben dir, Alter. Vielleicht versuchst du es damit. Das habe ich mit einem Uhrwerkmechanismus aus dem Westen gebaut. Das Gerät wandelt Geräusche aus der Umgebung in visuelle Darstellungen um. Es ist nur ein Prototyp, aber er wird dir sicher nützlich sein. Was macht er? Nun, du könntest damit selbst durch massive Wände Feinde aufspüren, die sich verstecken. Ich werde mich so lange hier verkriechen, bis es sicher ist. Mit meiner neuen Erfindung wirst du auf jeden Fall im Vorteil sein. Da bin ich gespannt. Der Detektor gibt einen hohen Ton von sich, wenn er benutzt wird. Nutze den Hall, um abzuschätzen, wo sich versteckte Gegner befinden. Zum Beispiel, wenn sie durch Gebäude oder andere Hindernisse verdeckt werden. Okay. Wir werden das gleich mal machen. Vorher werde ich die Folge noch einmal beenden. Ich würde mich freuen, wenn du morgen wieder mit dabei bist. Dann versuch mal den Detektor. Und ja, bis morgen. Ciao, ciao.